Miklos Nemeth und István Horváth. Nach 30 Jahren Mauerfall möchte ich Ihnen an dieser Stelle im Französischen Dom zu Berlin im Namen der Seniorenunion der CDU Deutschlands aus tiefstem Herzen für die Hilfe bei der Wiedergewinnung der Einheit Deutschlands in Freiheit danken. Bis September 1989 waren ca. 150.000 DDR-Bürger nach Ungarn gekommen. Die Zahl wuchs sehr schnell auf rund 200.000 an. Die ungarischen Bürger verhielten sich diesen Flüchtlingen gegenüber beispielhaft. Für ihre mitmenschliche Solidarität, meine Damen und Herren, kann man immer nur Danke sagen. Nemeth kündigte an, dass Ungarn seine Grenzen öffnen werde. Und bis Mitte September sollten alle DDR-Bürger ausreisen dürfen. Auf die Frage des Bundeskanzlers, was er dafür als Gegenleistung erwarte, erfolgte die unvergessliche Antwort, die über Ministerpräsident Nemeth mehr aussagt als vieles andere. Er sagte: Ungarn verkaufe keine Menschen. Sie haben damit historisch einen bedeutenden Beitrag für die Verständigung und Versöhnung unter den Völkern geleistet. Und allen Europäern in Ost und West einen unvergesslichen Dienst erwiesen, in Frieden und Freiheit die Einheit Europas zu vollenden. Und sie haben ihrem ungarischen Vaterland höchste Ehre verschafft. Die Auszeichnung ist für uns auch deshalb wichtig, weil nun nicht nur der deutsche Staat oder die deutsche Bundesregierung unsere Maßnahmen von damals würdigt, sondern auch die deutsche Zivilgesellschaft. Ich danke Ihnen im Namen von uns beiden für die Auszeichnung und Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre werte Aufmerksamkeit. Ihre Veranstaltung erinnert und ermahnt uns, dass Freiheit und Sicherheit, dass ein vereintes Deutschland und auch ein vereintes Europa keine Selbstverständlichkeit sind. Musik